Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Frau Hasselmann, ob Sie es wollen oder nicht, heute ist ein großer Tag für Menschen mit Behinderung. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf führen wir das inklusive Wahlrecht ein. Und die damit verbundene Abschaffung der Wahlrechtsausschüsse ist ein riesiger Erfolg. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist vor allem ein Erfolg der Menschen mit Behinderung und ihrer Verbände, die jahrelang dafür gekämpft haben. Die Opposition hat großen Alarm geschlagen, dass wir mit unserem Gesetz die Europawahl nicht mehr erreichen. Offen gestanden, ich habe das auch bedauert. Und Frau Hasselmann, ich sage Ihnen ganz offen, es tut mir leid. Aber das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass wir das inklusive Wahlrecht mit unserem Gesetz bekommen und dass es für alle künftigen Wahlen gelten wird und auch für alle künftigen Europawahlen. Und wenn Sie das Nichterreichen der Europawahl kritisieren und deswegen sogar das Bundesverfassungsgericht angerufen haben, so will ich dazu ausdrücklich sagen, das ist legitim. Sie sind Opposition. Und Herr Beek, Sie müssen sagen, auch wenn das Glas zu 95% voll ist, Sie müssen sagen, Alarm, 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 es ist aber zu 5% leer. Das ist nun mal die Aufgabe der Opposition in einer parlamentarischen Demokratie. Es kann aber über eines nicht hinwegtäuschen, liebe Opposition. Sie haben mit der Abschaffung des Wahlrechtsausschusses nicht das Geringste zu tun. Es gibt drei Organisationen und Institutionen, die die Wahlrechtsausschlüsse abgeschafft haben, die dafür verantwortlich sind. Das ist zum einen ganz klar das Bundesverfassungsgericht. Das ist zum anderen die Lebenshilfe, die die Klagen möglich gemacht haben. Und das ist zum dritten, in aller Bescheidenheit, die SPD. Die SPD hat zuerst die Abschaffung der Wahlrechtsausschüsse in den Koalitionsvertrag hineinverhandelt und dann hat sie dafür gesorgt, dass der Auftrag mit dem jetzt vorliegenden Gesetzentwurf auch umgesetzt wird. Und nun zu ihrem famosen Entschließungsantrag. Für die von uns vorgesehene Wahlrechtsassistenz sehen Sie keine Notwendigkeit. Begründung, es habe bislang keine gravierenden Probleme gegeben. Ich frage Sie, ja, geht's denn noch? Kennen Sie denn die UN-Behindertenrechtskonvention nicht? Die fordert in ihrem Artikel 29 genau das Wahlassistenzsystem, das wir jetzt einführen. Wir haben den Text der Konvention teilweise sogar wörtlich übernommen. Und wenn es dabei angebliche Unklarheiten gibt, warum in aller Welt haben Sie denn keine Sachverständigenanhörung beantragt? Ich kann Ihnen das sagen, dann hätte man die angeblich unklaren Regelungen ja vielleicht aufklären können. Aber Sie haben aus einem guten Grund keine Sachverständigenanhörung beantragt. Denn dann wäre deutlich geworden, dass Wahlassistenz natürlich dringend notwendig ist, so wie es die UN-Behindertenrechtskonvention auch fordert. Und ähnlich ist es auch mit Ihrer Kritik an unserem notwendig gewordenen Strafparagrafen. Sie haben in der Ausschussberatung haben Sie die Ergänzung als Ausdruck des Misstrauens bezeichnet. Ich sage Ihnen mal was. Das gesamte Strafgesetzbuch ist ein Ausdruck des Misstrauens. Das Strafrecht gibt es nämlich, weil nicht alle Menschen sich so verhalten, wie sie sich verhalten sollten. Und ich frage Sie, wollen Sie wirklich, dass der Missbrauch von Wahlrechts- und von Wahlassistenz straffrei bleibt? Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Meine Damen und Herren, Ich habe es bereits eingangs gesagt. Heute ist ein wichtiger Tag für Menschen mit Behinderung. Der Bundestag schafft die Wahlrechtsausschüsse ab. Es hat viele Sitzungen, Treffen und Diskussionen gegeben, um dieses Ziel zu erreichen. Und daher gibt es viele Väter und vor allem auch Mütter dieses wichtigen Gesetzentwurfs. Bedanken möchte ich mich ausdrücklich bei einigen von Ihnen. Bei Staatssekretärin Kerstin Griese, da ist sie, bei dem Behindertenbeauftragten Jürgen Dusel, bei unserer sozialpolitischen Sprecherin Kerstin Tag und natürlich bei Ulla Schmidt, die als Vorsitzende der Lebenshilfe unermüdliche Kämpferin dafür war. Bedanken möchte ich mich aber auch bei Herrn Heveling, der deutlich gemacht hat, dass zumindest die CDU-Rechtspolitiker zum inklusiven Wahlrecht stehen. Und, meine Damen und Herren, bedanken möchte ich mich auch bei Ihnen allen für die Aufmerksamkeit zu dieser späten Stunde. Danke Ihnen. Vielen Dank.